Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Stumble Guys. Und in dem Video mal eine harte Challenge für mich. Und zwar, wenn ich einmal sterbe in Stumble Guys, dann muss ich mein Gesicht zeigen. Aber zuerst einmal einen kostenlosen Preis gönnen. Please. Was Gutes. Einmal legendär könnt ihr mir geben. Okay, ich glaub, das war's dann mit legendär. Woohoo! Yeah! 5 Juwelen. So, weiter geht's. Dann drücke ich mal auf Spielen und ich darf auf keinen Fall sterben. So, und die erste Runde beginnt. Und zwar mit... Na komm, jetzt mach mal hinne hier. Paint Splash. Okay. Das letzte Mal, als ich so ein Spiel in die Art gespielt habe, da war das noch Fall Guys. Ich hoffe, ich komme jetzt klar, weil ich jetzt wieder an eine andere Steuerung gewöhnt bin. Aber... Oh Gott, stoß mich hier nicht runter. Wenn ich sterbe, muss ich mein Gesicht zeigen. Wisst ihr, was ihr da anstellt? Okay, ganz vorsichtig. Oh Gott, das war knapp, aber alles tamam, easy. So, das war auch easy. Und dann hier rüber. Oh Gott, das war richtig knapp. Habt ihr das gesehen? Okay. Der geht gleich runter, der geht gleich hoch. Link, der geht so rum hoch, okay. Aber ich hab's geschafft, ohne zu sterben, reingegangen ins Ziel. Easy. Und ich sehe, es gibt ein paar Leute in dem Spiel, die boxen können. Einer auch mit diesem, ich habe viel Geld ausgegeben, Skin. Also es könnte schwer werden, aber mein Ziel ist es einfach nur nicht zu sterben. Wenn ich das Match nicht gewinne, nicht schlimm, solange ich nicht sterbe. Und sterben ist ja klar, wenn ich irgendwo runterfalle oder irgendwo reinfalle und dann respawned werde, dann bin ich gestorben. Oh Gott, das ist der Modus, in dem man zwangsläufig stirbt. Dann warte ich erstmal, dann warte ich hier hinten, bis wirklich der Weg frei ist. Weil sonst kann ich nichts machen. Ich muss jetzt wirklich warten. Ich warte einfach hinten. Okay. Die boxen sich da gegenseitig. Okay. Oh Gott. Mit der Taktik wird man sogar Zweiter, als ob... Okay, merkt euch das, Leute. Einfach nicht ganz vorne stehen, sondern ein bisschen weiter hinten warten. Aber diese Leute, die einen alle runterboxen wollen, wie ehrenlos. Es wird richtig gefährlich. So, und dann gucken wir mal, was die letzte Runde ist. Ich hoffe, es ist keine, wo der Verlierer unbedingt mal ausscheiden muss. Ich hoffe, es ist ein Rennen oder so. Weil sonst wird es jetzt richtig kritisch. Und es ist... Oh Gott. Okay. Jetzt muss ich mir Mühe geben, weil hier stirbt man sehr schnell. Ganz viel Konzentration. Ich muss nicht Erster werden. Ich darf einfach nur nicht sterben. Deswegen darf ich mich auf gar keinen Fall auf gefährliche Sachen hier einlassen. Wenn ich Letzter werde, kein Problem. Hauptsache, ich sterbe nicht. Oh, das war so knapp. Okay, die Lava geht weg. Ich kann hier lang. So, ich hab's hier hingeschafft. Oh Gott, die Lava kommt hoch. Ganz kurz warten. Ach, die Leute sind schon so weit vorne. Aber ich muss safe spielen. Wenn ich sterbe, dann muss ich mein Face revealen. Und das will ich nicht. Ah, die Lava kommt hoch. Ganz gefährlich. Ach, die kommt gar nicht so hoch. Das habe ich jedes Mal, dass ich hier denke, die Lava kommt so hoch. Aber sie kommt gar nicht so hoch. Da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Und ich bin nicht Erster geworden. Aber ich bin auch nicht gestorben. Also... Können wir dann ins nächste Match gehen? Hauptsache nicht gestorben. Oh Gott, das ist richtig anstrengend. Aber Leute, vielleicht läuft es ja die nächste Runde anders. So, direkt rein in ein neues Match. Einen Schluck Wasser trinken. Trinken ist wichtig, am besten Wasser, Leute. Okay, hier darf ich einfach nur nicht runterrutschen. Ich hoffe, mich erwischt keiner dieser Bälle, aber dann ist eigentlich alles tamam. Also fangen wir erstmal mit einem... Ich werde zur Seite geschoben. Okay, mein Style wird blockiert. Ist hier mal so ein Bumper in der Mitte? Ist er neu? Keine Ahnung. Oh, gefährlich. Oh Gott, der Ball hat mich beinahe berührt. Der Ball hat mich berührt. Hilfe. Aua. Nein. Als ob ich zweimal von dem Ding erwischt werde. Aber ich bin nicht gestorben. Und hier einfach durch. Wie ein junger Gott. Jammern. Und ich bin nicht qualifiziert. Ich war zu langsam. Das hatte ich ja noch nie. Aber ich bin nicht gestorben. Immerhin. Oh Gott, dieses vorsichtig Spielen ist echt hart. Ich muss mich mehr trauen, Leute. Ich muss mich mehr trauen. So, nächste Runde. So, und diese Runde spielen wir... Hallo, please? Ja, das ist machbar. Ich darf halt nur nicht runtergekickt werden. Alles. Es gibt viele Stellen, wo man runtergekickt werden kann. Vor allem, wenn die anderen hier alle dann anfangen, deinen Style zu blockieren. Deswegen bin ich jetzt wieder langsamer, damit die das nicht machen. Weil das wäre kritisch. So, hier mal am Rand, damit er das Ding nicht erwischt. Und hier einfach schnell durch. So, hier kann man einfach durchlaufen. Oh, knapp, aber praktisch im Ziel. Da will einer boxen. Na, wollte einer grätschen. Hat er aber nicht geschafft. GG an alle. Und weiter geht's mit der zweiten Runde.
Okay, das ist auch machbar. Hier gibt es eigentlich kaum Stellen, wo man sterben kann. Man kann verlieren, auf jeden Fall. Aber nicht sterben. Aua, nein! Ah, Mensch! Immer diese Momente, wenn ich doppelt... Hallo, was ist mit dir denn falsch, Cooper? Okay. Wenn ich doppelt Leertaste drücke. Okay, das ist gefährlich, was ich jetzt mache. Aber... ich hab's easy geschafft. Was heißt easy? Ich bin zu langsam gewesen, als ob. Weil ich am Anfang runtergekickt wurde und mich mit den Bällen auseinandersetzen musste, bin ich wieder raus. Ja, was ich sagen wollte, ich habe gefailt, aber ich bin immerhin nicht gestorben. Okay, jetzt noch eine Runde. Mal gucken, ob es diesmal was wird mit dem Sieg. Oder ob ich vielleicht sterbe und mein Gesicht zeigen muss. Pivot Push. Okay, hält man hier irgendwo runter? Ja, unten, wenn einen diese Hammer erwischen, fällt man runter. Aber hier immer rechts laufen, ihr wisst Bescheid. So, keiner will sich hiermit auseinandersetzen müssen. Da gibt es jemanden, der ehrenlos Leute boxen will. Aber wir laufen einfach durch. Ah, ich hab's doch raufgeschafft, Gott sei Dank. Jetzt auf gar keinen Fall hier erwischen lassen. Auf gar keinen Fall von dem erwischen lassen. Und bitte auch nicht von dem erwischen lassen. So, sehr gut. Und jetzt kommt die einzige gefährliche Stelle. Und ich wurde nicht erwischt, sehr gut. Jetzt einmal auf sicher, hier rein. Und ins Ziel. Aber die Leute sind auch alle ziemlich souverän durchgekommen. Oh, Magisto. Der hat keine Lust mehr. Tschüss, Leute. So, nächste Runde. Und es wird... Please, please. Oh, hier ist wieder gefährlich. Hier gibt es viele Stellen, wo man wieder sterben kann. Aber wir geben unser Bestes, nicht zu sterben. So wie die da alle. Ich bin lieber langsamer, aber sterb halt nicht so wie die. Da kann ich einfach durchlaufen. Easy. Ich laufe immer den rechten Weg. Alle anderen laufen immer den linken Weg. Ist der linke so viel schneller? Ja, kann gut sein. Ich laufe halt immer so aus Intuition heraus den rechten Weg. Hopp, hopp, hopp. Aber trotzdem, ich bin jetzt Erster. Okay, ich wurde überholt. Und ich unterschätze immer diese Hammer. Ich denke immer, die werden viel, genau, viel extremer. Aber, ah, der wurde erwischt. Ich will mich halt auf keinen Fall erwischen lassen. Das ist mir, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Wenn ich sterbe, wenn ich warten muss, wenn ich überholt werde... Weil ich will ja nicht sterben. Okay, ich habe es wieder ins Ziel geschafft. Das heißt, diesmal gibt es wieder ein Finale für mich. Und bitte kein Finale, bei dem man sterben muss am Ende. Weil es haben immer noch beide Leute, die boxen können, reingeschafft. So, und dann kommen wir auch in die letzte Runde. Mal gucken, was die letzte Runde wird. Ah, bei der Slide habe ich nie gewonnen. Ich darf aber nicht runterfallen. Ich spiele jetzt einfach safe und dann ist ja alles gut. Also starten wir und los geht's. So, rein in die Rutsche. Der eine macht erstmal diesen. Ich slide ganz normal runter. Also wirklich, ich gehe hier keine Risiken ein. Weil wenn ich sterbe, muss ich mein Gesicht zeigen. So. Ein bisschen abkürzen ist schon drin, aber nicht zu viel. Zum Beispiel die Abkürzung da oben, die mache ich nicht mit. Und dann hier rüber. Aua! Ich bin nicht Erster geworden, aber ich bin auch nicht gestorben. Das war's dann mit dem Video. Diesmal muss ich mein Gesicht nicht zeigen. Vielleicht mache ich nochmal einen zweiten Teil davon, wenn es gut ankommt.